Hallo zusammen und willkommen zu einem Video von mir. Ich möchte euch ein Design vorstellen, das relativ einfach ist, aber trotzdem richtig cool aussieht. Und hier habe ich schon mal meine Candy Pastel Gele aufgebaut, die ja auch in der letzten Lini Box waren. Wenn das Video online ist, dann ist das Set auch wieder verfügbar. Also wir verkaufen jetzt nicht wieder als Box in dem Karton sozusagen, sondern wirklich nur als Gel Set. Da könnt ihr wieder einiges sparen. Dann ist das für uns auch nicht so aufwendig, das Ganze wieder in die Kartons zu packen, weil Lini-Boxen ja normalerweise limitiert sind. Aber es haben so viele doch nochmal danach gefragt, es haben sich so viele eingetragen und per E-Mail gemeldet, dass wir gesagt haben, wir machen dann einfach ein Set. Aber jetzt gibt es die Gele auch einzeln zu kaufen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte vielleicht nur zwei, drei Farben haben. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass sie so gut bei euch angekommen sind und viele von euch haben die Farben ja auch. Und dann könnt ihr sie jetzt natürlich perfekt für dieses Design nutzen. Oder ihr nehmt ähnliche Farben und ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Farben euch am besten gefallen. Ich bin ja ein Riesenfavorit von Watermelon und Kiwi. Das Orange gefällt mir auch sehr gut, aber ich finde sie halt alle schön. Und was jetzt auch neu, beziehungsweise auch einzeln im Shop ist, ist die Stamping-Schablone, die es in der Wedding-Box gab. Und mit der werde ich gleich auch arbeiten, denn ich möchte so eine Art Lace-Design arbeiten. Kennen vielleicht viele von euch. Man kann die, denke ich mal, auf verschiedene Art und Weise machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es richtig macht, wie das gedacht ist bei diesem Design, sondern ich habe einfach eine Möglichkeit gesucht, das relativ einfach umzusetzen für Leute, die vielleicht auch gar nicht so verschiedene Muster malen wollen, sondern einfach eine Hilfe brauchen. Und da ist die Stamping-Schablone ganz gut. Das heißt, ich habe hier on top gearbeitet, mit Mermaid-Pigment, dann sozusagen Sugar-Effekt gearbeitet. Viele würden anstatt Mermaid-Pigment wahrscheinlich Acrylpuder nehmen, einfach durchsichtiges oder halt in das Puder nochmal ein bisschen Glitzer einstreuen. Eigentlich kann man da wirklich verschiedene Sachen machen, aber ich finde es gerade auf Pastellfarben sehr süß, wenn man da mit Mermaid-Pigment arbeitet. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich diese Tipps hier noch nicht gearbeitet. Ich werde es euch nur auf einem zeigen. Bei dem anderen will ich euch das einfach gestempelt zeigen, denn auch einfach weiß drauf gestempelt sieht auch schon schön aus. Tragt einfach die Farben erst einmal als Fullcover auf, das habe ich jetzt schon gemacht, und versiegelt sie dann einmal. Da ist es egal, ob mit oder ohne Schwitzschicht, völlig egal, Hauptsache sie sind versiegelt. Jetzt ist mir der Tipp runtergefallen und dann wird jetzt erstmal gestempelt. So, ich stempel jetzt direkt auf den Versiegler. Ich raue da nichts nochmal an, das hält wunderbar. Und ich nehme einfach einen weißen Stamping-Lack. Und ich liebe diese Schablone einfach. Es kommen jetzt nach und nach auch immer wieder mal neue Stamping-Schablonen in meinen Shop. Die Frage kriege ich auch immer wieder. Und ich muss sagen, gerade mit diesen Plastik-Schablonen komme ich sehr, sehr gut zurecht. Und die zerkratzen ja auch nicht so wie die Metall-Schablonen. Ich nehme jetzt hier mal ein Motiv auf. Das ist jetzt übrigens ein Stempel, den ich noch testen möchte. So ein kurzer Clear-Stamper. So, und dann setzt ihr euch das Motiv einfach dorthin, wo ihr es haben wollt. Das muss nicht mal ganz perfekt gestempelt sein. Ich hatte schon bei der Aufnahme gesehen, dass mir hier so ein kleines bisschen fehlt. Macht gar nichts, denn ich male da ja eh gleich drüber. Das ist einfach nur eine Malhilfe. Für dieses Design könnt ihr natürlich on top selber malen, was ihr wollt, und Puder einstreuen. Aber ich finde es einfach so praktisch, dass man hier dann schon, ja, wie hier so ein Spitzendesign sozusagen hat und dann die Linien nochmal nachziehen muss. Ich finde das so jetzt gestempelt auch schon sehr schön, aber mit Farbe später ist es noch schöner. Ich habe hier eine Schablone liegen oder in dem Klebeband oder so und da gehe ich einfach mit dem Clear Stamper drüber, dann ist er wieder sauber. Wische mir einmal den Schaber ein bisschen ab und stempel jetzt auch auf das Grün. So, meine Schablone mache ich mir auch sauber. Drüber wischen. Ihr solltet mit Aceton jetzt nicht auf einen Clear Stamper gehen oder mit einem acetonhaltigen Nagellackentferner, weil der sonst matt wird und der soll ja durchsichtig bleiben, damit man so schön erkennen kann, wo man schon gestempelt hat. Was man nämlich auch machen kann, gerade weil das jetzt hier so ein schönes großes Motiv ist, ich versuche das jetzt mal komplett aufzunehmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Und dann stempelt ihr euch das vielleicht so ein bisschen seitlich. So, hier unten, je nachdem. Und dann könntet ihr hier mit dem Rest auch nochmal oben stempeln, wenn ihr
auch noch mal oben ein Teil vom Design haben wollt. So, das ist jetzt die Basis sozusagen für mein Design und diese werde ich jetzt erstmal mit meinem Mattversiegler versiegeln, mit dem Velvet Matt, und das lasse ich aushärten. Das habe ich an den anderen Nägeln auch gemacht. Dadurch wirkt der Untergrund, also die Farbe, so ein bisschen heller. Und ich finde es gerade in Kombination mit dem Mermaid, mit dem Sugar-Effekt sehr, sehr schön. Aber man könnte es jetzt natürlich auch glänzend versiegeln. Ja, und solange das aushärtet, bereite ich ein bisschen was vor. Zwar nehme ich mir jetzt hier die beiden Farben. Und ich hatte mir hier jeweils auch schon einen Klecks von dem Farbgel genommen und da etwas Weiß reingemischt. Denn ich möchte jetzt das Motiv stellenweise ausmalen, aber das soll ein bisschen heller sein als der Rest. Deswegen Farbe aufnehmen. Ich habe jetzt einfach eine Schablone genommen. Ihr könnt natürlich auch beziehungsweise ein Stück Papier, Rückseite von der Schablone. Ihr könnt natürlich auch irgendwie eine Mischpalette oder so nehmen, damit ihr die Reste auch nochmal besser benutzen könnt. Ich nehme jetzt ein bisschen weißes Farbgel und mische das damit rein. Auch das ist kein Muss, aber finde ich immer ganz schön, wenn ich das sehe, dass man da eben noch mal so ein bisschen eine Abstufung hat. Die gleiche Farbe, nur ein bisschen heller. Und da könnt ihr selber gucken, wie hell ihr das haben wollt. Je heller ihr das macht, desto mehr Kontrast habt ihr natürlich drin in dem Motiv. So, und dann nehme ich mir meinen dünnen Fineliner-Pinsel. Und mein Velvet Matt Versiegler ist ja, so sieht das jetzt aus, der ist ja ohne Inhibitionsschicht, das heißt, ich mache jetzt direkt weiter. Ich gehe hier jetzt mit dem dünnen Pinsel rein und male mir stellenweise das Motiv aus. Leute, und ich merke jetzt, dass ich das im Grunde genau falsch rum gemacht habe. Ich möchte das Video jetzt aber nicht nochmal drehen. Das ist nämlich gar nicht schlimm. Ich kann es auch gleich nochmal versiegeln. Denn normalerweise würde ich erstmal die Lücken hier ausmalen, das aushärten lassen und dann den Nagel versiegeln. Jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht, aber es ist auch egal. Ihr könntet es nochmal versiegeln oder ihr lasst es nach dem Aushärten einfach so. Da müsst ihr nur einmal die Inhibitionsschicht von dem Farbgel abwischen, damit euer Mermaid-Pigment da gleich nicht drin hängen bleibt. Ich glaube, ich werde zwei Varianten arbeiten. Ich glaube, einmal an dem grünen Nagel versiegle ich es dann nochmal. Und hier werde ich es dann einfach abwischen, denn an dem Nagel werde ich wahrscheinlich mit Acrylpuder arbeiten. Also ihr müsst hier natürlich jetzt nicht alle Lücken ausfüllen, sondern im Prinzip nur dort, wo ihr das haben wollt. Nochmal so ein bisschen Kontrast. Hier ist ja auch nochmal so ein bisschen Gitter von dem Stempelmotiv sozusagen. Aber ich glaube, ich lasse das, ist ganz schön. Und dann geht das Ganze wieder zum Aushärten in die Lampe. Und das Gleiche mache ich auch bei dem grünen Nagel. Einfach gucken, welche Teile ihr vielleicht ausmalen möchtet. Ich glaube hier so diesen größeren Zwischenraum, den werde ich einmal ausmalen. Und den Rest lasse ich dann so. Also das ist ein Design, es dauert schon ein bisschen. Wie ihr seht, ist ein bisschen Gefummel. Aber man muss das auch nicht ganz so penibel und ganz so ordentlich machen, wenn man später die Linien nachzieht. Denn gerade wenn man hinterher Pigment einstreut, dann ja, sieht man nicht, wie ordentlich man das letztendlich gemacht hat. Deswegen würde ich da auch gar nicht allzu viel Zeit verlieren wollen. Eine weitere Option, wie man das hier auch hätte machen können, ich lasse es einmal kurz anhärten. Man hätte es praktisch auch so machen können, dass man das Fullcover aufträgt und dann dort, wo man stempeln möchte, einfach komplett die Farbe nochmal etwas heller aufträgt. Einfach mit einem großen Pinsel hier in dem Bereich einfach überpinseln, sage ich mal, damit
jetzt hier quasi so ein ganzer Kreis irgendwie heller ist, dann drüber stempeln und dann bräuchte man es nicht einzeln nochmal ausmalen. Also es gibt ja immer viele Möglichkeiten, wie man das machen möchte, aber so finde ich es eigentlich relativ einfach. So, dann möchte ich jetzt eine Variante arbeiten und zwar mit durchsichtigem Acrylpuder. Ich mische da jetzt auch mal nichts rein. Ich bin mal gespannt, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Ja, und was ihr jetzt einfach macht, ist, dass ihr das Motiv oder die Linien einfach nochmal nachzieht. Entweder alle oder nur teilweise, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ich werde das bei so ziemlich allen Linien machen. Ja, und ihr seht, es ist kein allzu schnelles Design, also ein paar Minuten braucht man schon, um das fertig zu machen. Ist nicht schwer, aber doch ein bisschen aufwendiger. Ich mache das aber jetzt wirklich zügig. Wie gesagt, nicht ganz so penibel. Und man kann es auch so machen, dass man dann zwischendrin schon mal Puder einstreut. Jetzt hier an der Seite, dann kurz anhärten lässt und dann den Rest weitermalt, weil das Gel sich teilweise ein bisschen zusammenzieht an der Oberfläche. Das heißt, ihr solltet euch auch ein bisschen beeilen. Hier ist ja, wie gesagt, dieses Netzmuster gestempelt. Das lasse ich jetzt auch so. Da male ich nicht drüber. So, und dann gucke ich jetzt einfach nochmal, ob sich das irgendwo zu sehr zusammengezogen hat. So, und dann nehmt ihr euer Puder. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach durchsichtiges Acrylpuder. Oder mit Mermaid gefällt es mir halt sowieso immer. Aber hier einfach drüber streuen. Und dann habt ihr so einen schönen Matt-Effekt. Aber ich muss sagen, auf Anhieb sehe ich schon mit dem Mermaid, finde ich es deutlich schöner. Aber ich härte es jetzt trotzdem mal aus. Ja, entweder nehmt ihr einfach durchsichtiges oder halt auch nochmal mit Glitzer gemischt. Da gibt es ja, es gibt ja so viele verschiedene Puder. Ich finde es halt schön, wenn es ein bisschen glitzert, wobei ich es auch so ganz cool finde. Das hat so einen Samteffekt. In der Variation könnte man es auch so machen, dass man den Unternagel glänzend versiegelt und dann oben das matte Design. Dann hat man da wieder einen Kontrast und ich liebe es ja, mit Kontrasten zu arbeiten. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das, kennt ihr das schon von mir. Genauso wie hier, dass ich gesagt habe, matter Untergrund und dann halt Glitzer oben drüber. Und genauso könnte man es natürlich andersrum machen. Und so, das Gleiche machen wir jetzt mit dem Grün. Ich glaube, das Ausmalen werde ich euch nicht genau zeigen, sondern dann einfach, wie ich gleich einmal das Pigment einstreue. Hier mache ich jetzt das jetzt zum Beispiel etappenweise. Ich habe jetzt hier unten angefangen. Dann sprühe ich schon mal Mermaid-Pigment ein. Ich habe mir jetzt eine Unterlage drunter gelegt. Dann kann ich den Rest gleich nochmal in die Flasche geben. Ein bisschen abklopfen, anhärten und dann kann ich den anderen Teil auch machen. So, und wenn das Ganze ausgehärtet ist, dann gehst du einfach mit einem Bürstchen drüber, entfernst den Rest und nimm wirklich ein Bürstchen, weil ich finde,
mit einem Pinsel, mit einem weichen Pinsel, ist es so, dass man die Zwischenräume nicht so schön sauber machen kann. Wirklich eine Bürste nehmen. Hier wird ja auch nichts mehr versiegelt und dann ist man fertig. Und das ist ein Design, was so ein bisschen natürlich Ton in Ton ist. Das heißt, es fällt nicht ganz so krass auf, aber ich finde es echt ein Highlight. Jetzt nochmal die Tipps nebeneinander. Hier habe ich es jetzt so gemacht, dass ich doch mal hier den Bereich nochmal glänzend versiegelt habe, um einfach mal zu schauen, wie es aussieht. Gefällt mir so auch besser als Kontrast. Wenn man mit Acrylpuder arbeitet, dadurch, dass das ja feiner ist, muss man doch ein bisschen darauf achten, dass die Linien etwas filigraner und sauberer gearbeitet werden. Ich finde, bei Mermaid macht das überhaupt gar nichts, wenn das relativ grob gemacht wird. Hier sind noch die letzten zwei Tipps, die da jetzt hier nicht mehr drauf passen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr süß, sehr, sehr einfach. Und ja, in Kombination mit Weiß, ein paar Nägel vielleicht weiß und dann die anderen mal so ein Design drauf, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hoffe, das Design gefällt euch. Ich würde mich selber ein Feedback von euch freuen, über einen Kommentar, über einen Daumen hoch natürlich auch und wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Und wenn ihr Videowünsche habt und ich die vor der Geburt noch schaffe, dann könnt ihr mir die auch gerne unten reinschreiben, dann schaue ich mal, was ich davon noch umsetzen kann.